Lizenz haben sie erst 96 gemacht. Ja, also es gibt das ist jetzt nicht allzu lange her, aber ich denke mal, meine Fahrkünste reichen trotzdem aus. Natürlich, wenn sie schauen. Ja, das reicht schon an der Spree. Das heißt, sie haben praktisch direkt mit 18 haben sie direkt einen LKW-Führerschein gemacht. Gegen einen natürlich gewissen Preis. Diese sind egal. Rein theoretisch ja. Genau. Und als was haben sie da gearbeitet, wenn ich mal fragen darf? Ich habe halt meinen 18. Geburtstag übersprungen, deshalb bin ich nie wirklich 18 geworden. Das ist mein Problem. Ich verstehe das, okay. Dürfte ich mal noch in den Rucksack reinschauen? Immer wichtig, einen Waffenschein zu tragen, und stattdessen ist es ganz... warten Sie kurz, ich glaube, da sind noch ein paar vergammelte Schnitten drin. Was sind da drin? Schnitten? Und in dem Moment, wenn ich angegriffen bin... alles gut, sind keine Schnitten mehr drin. Sie können. Okay, dann schaue ich mal eben nach. Einen Moment bitte. Sie denn ins Gefängnis kommen, oder...? Ah, passen Sie auf, an der Seite ist ein Taschenmesser. Ja, das habe ich gerade festgestellt, das ist alles in Ordnung hier an den Taschenrechner. Ich gucke mal auf der anderen Seite die Taschen nach. Nee, das sieht alles wundervoll aus, dankeschön. Sind Sie damit einverstanden, dass ich auch nochmal kurz Ihren Samba kontrolliere? Ja. Haben Sie den Samba offen gelassen für die Kontrolle? Können wir hier sprechen in Ruhe? Ja, ich glaube, ja, da müsste noch offen sein, ja. Das ist richtig. Das gut. Mit dem Reifendruck ist schon vorgemerkt, also das müssen Sie mir jetzt nicht vorhalten. Nee, das mache ich nicht. Ich gucke mir mal kurz das Fahrerhaus an und hinten alles. Ja, einen Moment bitte. Ich kann das nicht. So, hier, Fahrersitz, alles in Ordnung, ja. Der Whisky geht aber gut hier. Herr Reaper, was sind das hier für Magazine, die bei Ihnen hier auf dem Beifahrersitz liegen? Sowas lesen Sie hoffentlich nicht, während Sie am Fahren sind. Das ist sehr, sehr ablenkend. Das kann ich alles erklären. Wissen Sie, als LKW-Fahrer, vor allem als Berufskraftfahrer, fühlt man sich sehr einsam und ich glaube, den Rest muss ich Ihnen dann nicht erklären. Nee, aber was ich total super finde, Herr Reaper, ist an der Stelle, wenn ich jetzt weiß, was für Hefte Sie lesen und so weiter, alles, dass der Mr. Unknown, der Harald Schmitz und der Master Chief so gut mit ihrer Sexualität umgehen. Das finde ich echt total top an der Stelle. Geht gerade weg bei mir. Ja? Ich schaue mir eben noch hinten an, was bei Ihnen im Auto liegt. Hinten ist ja bei Ihnen immer ein gutes Thema. Ganz ehrlich, wenn Sie wüssten, was da manchmal so abgeht, lernen Sie jetzt nicht hier. Also muss ich immer einen Waffenschein bei mir haben. Das System ist schwarz-rot-ocker und schon morgen fällt es noch Hocker. Officer, machen Sie aber bloß nicht die Kaffeekanne auf. Genau, das ist ja sonst führen einer Waffe. Was soll hinten sieht auch alles ganz schön aufgeräumt aus, ist top. Ja, will. Übel gut. RTA, Lü, CMRT. Sag einfach Mr. T. Das sieht alles hier in Ordnung aus. Mr. T, können Sie sich jetzt bitte hiervon entfernen? Wir machen hier gerade eine Polizeikontrolle. Bitte gehen Sie jetzt sofort hier weg. 10, 20 Meter bitte, ja? Das ist eine Anweisung an Sie. Okay, 10, 20 Meter. Okay, Herr Reaper, bei Ihnen ist alles in Ordnung. Wie gesagt, ich finde das echt top, dass Ihre Jungs so gut mit ihrer Sexualität umgehen. Absolut spitzenmäßig, ja? Ich kann Ihnen da vielleicht auch nochmal andere Sachen empfehlen, die Sie noch lesen können. Ja, ich mache Sie jetzt frei. Ach, Sie sind da wohl nicht anders? Ne, ich habe da auch noch Freunde in dem Kreis, ja. Vielleicht könnten Sie sich ab und zu mal mit Herrn Mahoney oder so austauschen. Für mich oder so, da könnten wir uns ja mal privat treffen oder so. Es gibt tolle Apps, da kann man dann miteinander sich finden, ja. Und vielleicht verlieben, wie man so schön sagt. Ich habe kein Smartphone. Ich habe kein Smartphone, ich habe noch dieses alte Nokia. Ich hoffe einfach, dass Sie Ihren Prinz Charming finden, ja? Warten Sie, ich glaube, Sie haben da was falsch verstanden. Ihre Hefte sind aber eindeutig, ja gut. Also die Kontrolle ist meinerseits abgeschlossen hier beim Herrn Liefer, ist alles in Ordnung. Das sind die von meinem Beifahrer, ja, das sind die von meinem Beifahrer. Sie haben keinen Beifahrer, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Alles klar. Geil. Nein, also einfach Festnahme. Jetzt hat Teacher oder ich? Mach du, ich will den Mist. Herr Mahoney, Sie sind nun der Nächste. Das Auto ist offen, ich würde es mal zumachen, Harald. So, dein Auto Herr zumachen. Mr. T, würden Sie sich jetzt, ich habe Sie jetzt einmal hallo, gesagt, hallo, würden Sie sich hallo, jetzt bitte einfach mal hier komplett von den Parkplätzen entfernen, ja? Kontrollieren Sie und Ihr Auto, sind Sie damit einverstanden? Kontrollieren Sie und Ihr Auto, sind Sie damit einverstanden? Wir machen hier eine Kontrolle, gehen Sie jetzt bitte weg von mir.
entfernen sie sich auch von den Parkplätzen. Sie haben natürlich keine illegalen Gegenstände bei sich, wo ich mich irgendwie verletzen könnte bei der Untersuchung. Ja, ich meine, ich darf doch hier noch helfen. Ich meine, bin der, Herr Mr. T, ich sag's Ihnen jetzt das letzte Mal. Bitte entfernen Sie sich hier von den Parkplätzen. Ja, das zähle ich jetzt nicht zu den Meter, ja. Das ist eher privater Gebrauch, da will ich mich nicht einmischen. Herr Mr. T, kommen Sie mal her. Bis hier. Also hier sind 20 Meter. Wenn Sie sich hier hinsetzen, ist alles in Ordnung. Kann ruhig gucken. Alles klar, dann nehme ich Sie kurz fest und überprüfe Sie. Hey, Mr. T, hier lang. Sie sind bei mir durch die Wand gelaufen. Ich stehe hier. Mr. T! Tut mir leid, aber sie ist gerade bei mir durch die Wand gelaufen. Nein, tue ich nicht! Sie ist durch die Wand gelaufen. Ich bin nicht der Copperfield, ich stehe hier, Mr. T! Du machst weiter, Christian, einfach. Oh, ich überprüfe sie mal. Ja, hätten Sie was... Die laufen bei mir hier auf der Stelle. Hätten Sie was dagegen, gegen eine freiwillige Alkoholprobe? Wo sind sie denn? Klar, können wir machen. Hier! Da sind sie. Gut. Hier können sie warten. Dann einen kleinen Moment, dann hol ich mal die, Behälter und dann können sie mal kurz da reinpinkeln. Einen kleinen Moment, bitte. Lieber mehr am Rand, nicht dass sie überfahren werden. Das Pinkeln wird aber schwierig. Pinkeln wird schwierig. Drückt's denn nicht auf der Blase? Was macht sie da? Master Chief, der Herr, wie heißt er nochmal? Reaper würde das mit Sicherheit total gerne machen. Ja, Master Chief. Ja, glaube ich auch. Als ich da so mitgehört habe. Master Chief. Reaper, ihr Freund mal behilflich sein. Herr Reaper, das ist doch vielleicht Ihre große Möglichkeit, ja? Vorsichtig, man weiß dann nicht, was da einen ins Gesicht schlägt an der Stelle. Ein kleiner Augenblick, Master Chief, könnten Sie sich anziehen? Einerseits sein, andererseits was anderes. Der Master Chief soll schon mal wieder anziehen. Mir ist gerade zu warm. Ja, Herr Master Chief, bitte passen Sie auf. Das ist, so, danke, das langt schon. Können Sie mal beiseite treten? So, jetzt bitte mal. Oh, läuft. Ein paar Tröpfchen rein. Ja. Läuft. Okay, das langt. Stopp. Wir hängen jetzt einen Becher da dran. Dreh mich mal um. Ich möchte das leider nicht sehen. So, wir hängen halt jetzt hier mal einen Becher dran. Sind Sie bereit? So, ein bisschen mal rein. Der Master Chief, Sie stehen hier vor einer Frau. So, ja, Freund und Helfer. So, das langt schon. Danke, nicht zu viel. Was wird das denn? Dann überprüfe ich das mal kurz. Stehen wieder auf. Ich sehe sie nicht, die Schlinge. Herr Master Chief, bitte einmal die Hose anziehen. Sie stehen hier vor einer Frau und gleichzeitig noch vor Herrn Reaper. Das könnte echt böse enden an der Stelle. Da haben wir das Ergebnis sofort. Oh ja. Ja, kein Problem. Ich könnte dann eigentlich nach Kavala. Die Arbeit nehme ich an. Was nochmal? Was führt sie denn eigentlich nach Kavala? Die Arbeit nehme ich an. Ja, sicher. Das schöne Wetter, der schöne Strand, das Meer, die Arbeit. Nur die LKW sind irgendwie scheiße. Der Whisky. So ist alles wieder gut. So, vielen Dank, Herr Master Chief. Ja, wie gesagt, Herr Reaver konnten wir hier kaum zurückhalten. Wir hatten schon den Taser-Griff bereit gehabt. Die Lust schlug ihm ins Gesicht, ja? Bei ihren Beinen. Toller Mann übrigens an der Stelle. Demonstrieren mehr ja, für mehr Sozialleistungen in dem Sinne. Was haben Sie gerade gesagt, Herr Officer? Ich habe Sie gerade kurz nicht verstanden. Genau. Wir streiken hier mit gutem Recht für etwas Gutes, weil so $500 können Sie da vorstellen, wie man damit ernährt. Nö, eigentlich nicht. Also nicht, dass ich jetzt wüsste. Ich dürfte eigentlich nichts dabei haben. $44, Alter. Ja, wo sind wir denn hier? $45.000. Das ist ein netter Start. Das ist sehr nett. Redet der Christian? Mahoney macht das mal wieder sehr, sehr gründlich, muss ich sagen, ja. Hat natürlich auch sehr Finderlohn bekommen. Herr Mahoney, könnten Sie mal kurz stillhalten? Ich müsste mal eben hier mit einem Taschentuch mal eben Ihre Hand sauber machen. Ich glaube, da klebt etwas Urin dran. Einen Moment bitte. So, passt schon wieder. Ich habe da den Tropfen noch gesehen, ja. Was Beauty, ne, redet. Ingame. Urin ist mein Fachgebiet, kann ich helfen? Das ist egal. Wer hat Urin ist ihr Fachgebiet, ja? Wer hat gesagt, Urin ist ihr Fachgebiet? Karte überkaufen. Ich habe eine Karte über für dich. Also so, jetzt schaue ich mir mal kurz Ihr Fahrzeug an. Ich hoffe, es ist offen, dass ich mal kurz nachschauen kann. Oder wollen Sie es öffnen? Können Sie ruhig reingucken. Alles klar. Alles klar. Herr Matthias, Sie brauchen keine Angst zu haben, das ist ja einfach eine allgemeine Personenkontrolle, ja? Einfach nur ein bisschen fernhalten, wir machen das hier gerade. Sie können ja auch mal wieder aufräumen, ein bisschen hier sieht's ja aus, aber gut, jedem das seine. Master Chief, was machen Sie? Gleich sind wir dran. Oh. Ölwechsel, ich mach schnell noch den Ölwechsel. Ja gut, dann beeilen Sie sich mal. Das ist sehr vorbildlich. Also, für
alles drüber, müssen Sie eine LKW-Lizenz. So. Ihr Fahrzeug ist soweit in Ordnung. Denken Sie dran, Sie müssen in einem Monat zum TÜV. Schwitzen Sie das nicht? Der TÜV schon wieder. Oh, Scheißendreck. Das wird auch ein Problem. Ich weiß nicht, redet der Christian jetzt MTS? Ja. Beides macht er mal. So, mit Ihnen ist alles, mit Ihnen ist alles in Ordnung. Ich bedanke mich für Ihre Kooperation und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wünsche ich Ihnen auch. Was öffnet man? G? Nein, F? Windows-Taste freilassen. Ach stimmt, ja, sowas. So, Missy, nun bist du dran. Herr Reaper, kommen Sie mal her. Auf Wiedersehen. Andron, wir geben jetzt den mal ein bisschen Space hier, den Master Chief und Missy. Schauen wir uns das mal an, was da passiert. Genau, Herr Reaper. So. Kommen Sie noch mal ein bisschen beiseite, Herr Reaper. Sie stehen auf Männer, ich weiß, aber... Gucken wir uns das Spielchen mal an. Tja, das Handicap wirst du nie wieder los. Also Herr Master Chief, Sie wissen ja, wie das hier abläuft. Ich würde Sie gerne erstmal festnehmen. Ich hoffe, Sie haben kein Problem damit, von einer Frau festgenommen zu werden. Nein, aber ich hätte gerne erstmal eine Begrüßung gehabt. Was? Okay, ja, natürlich. Also einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Rekrutin Missy. Ich bin ja noch in Ausbildung, werde hoffentlich bald zur Polizistin befördert. Und das ist eine, eine Personenkontrolle. Und ich würde sie gerne, ja, kontrollieren. Und ich bin auch ziemlich aufgeregt, gibt es zu, aber das liegt halt daran, was, also ich sag mal so, sie haben gerade ein Rebellen-Outfit an und ich stehe wirklich sehr auf, ja, würde ich sagen, auf diese Rebellen. Aber ich glaube, ich höre mal auf damit. Das wird mir auch gerade ein bisschen unangenehm, weil wir viele Zuschauer haben. Vor allem, weil mein Chef gerade neben mir steht. Zugabe! Hallo, alle Chef. Mal nervös und trinken. Also alles kein Problem. Ja, wie gesagt, Herr Master Chief, ich würde Sie gerne festnehmen, wenn das für Sie in Ordnung ist. Ja, dann machen Sie mal. So, ich spreche es mal so auf. Ich stehe ein bisschen auf Fesselspiele. Ja, ich spiele mal mein Ding. Oh, Hammerhot. Oh, geil. Ich bitte Sie, wenn, dann nehmen Sie schon wenig, drehen Sie sich wenigstens um, nicht vor der Dame hier, ja? So. Wir müssen ja nur bei zwei Leuten hier neben uns Sorgen machen. Sie wissen ja, wie das abläuft. Ich meine, der Herr Wiener wahrscheinlich trotzdem auf einen gefesselten Herrn Master Chief steht. Hallo, Officer Teacher, was ist denn hier los? Und die drehen sich alle um. Ich bin bei sich, also, was schaut das hier aus? Also, den Herrn Master Chief belästigen, bedrängen. Also wirklich. Also, es ist. Herr Master Chief, in Ordnung, oder? Ja, ja, das ist geil, weil ich gesagt habe, die sollen sich umdrehen. Ich finde, es kann sein, dass ich gehe nach dem Trauma alleine. Also, ich glaube, Herr Master Chief, Sie haben gerade kein Problem, es ist doch alles okay, in Ordnung. Wirklich. Also, Chef, es ist wirklich alles in Ordnung gerade. Herr Master Chief, Sie haben keine Beschwerde, hoffe ich mal. Ich bin wirklich ziemlich zart zu ihm gewesen. Das weiß der Master Chief persönlich am besten. Hat er da eine Pistole in der Hose? Ja, Licht ist an. Nicht, dass Ihre Batterie zur Neige geht. Herr Master Chief, haben Sie da eine Pistole im Schritt oder haben Sie einfach nur eine fette Beule gerade? Ihr Licht ist an oder sehe ich das falsch? Herr Officer Marconi, bitte schauen Sie den Fahrzeug. Ich weiß es nicht, ich bin mir da nicht sicher. Ich könnte ein bisschen von beiden sein. Thompson, bitte lass das, das ist mir wirklich sehr unangenehm. Hanni, mach mal dein Licht aus. Was passiert denn? Das braucht nicht unangenehm sein. Ja, ich weiß gar nicht, was da ist. Ein Fahrzeug will. Taser, los! Tut mir leid, Lieber, ich bin immer noch nicht vom anderen. Oh mein Gott! Leider immer noch ein Der ist abgehauen mit dem Wagen. Leute, hopp, kurz abschlagen. Polizeifahrzeug wurde geklaut. Nehmt den Offroader, nehmt die Verfolgung auf. Es ist leider gerade was dazwischen kommen. Wir müssen leider jetzt schnell rein. Ja, zu einem Polizeiwagen hinterherfahren. Vielen Dank für eure Anteilnahme. Ach, du bist tot. Vielen Dank für eure Kooperation. Christian, komm schnell rein. Bei mir desinkt hier alles. Einer bitte hebt meine Waffe oder sichert meine Waffe. Christian, mach du das, ich fahr hinter dem Typen her. Tim, ich steig ein. Christian, sicher die Waffe und so weiter alles. Leute, sichert meine Leiche. Okay. Okay. Jetzt helft ihr doch irgendjemand. Und einer schaut schon. Bitte Tyson, den einen Typen, der eine, der die MK hat. Ah, sofort Tyson. Sofort Tyson, der die MK hat. Ach, hier sind einfach alle, Leute, die da sind. Nein, der rechts weg ist. Den Namen siehst du da nicht, ne? Bei mir ist hier gerade... ist keiner drin.
Einer von euch steht vor ihm, der hat die MK. Und jetzt ist Sorgen, hört sich zum Dienst. Gehen Sie bitte hier weg, hier gibt nichts zu sehen. Wer hat die MK? Liegt hier noch. Tim, fahr weiter. Sehr schön. Aber ich hab meine Waffe, liegt jetzt da. Ja, das ist das Problem. Wir können nicht zwei Waffen hier liegen lassen. Warte mal. Soll ich Ihnen gerade mal helfen, die Waffe mit wegzuräumen? Nee, bitte, lassen Sie die. Ja. Das macht meine Kollegin. Ich kann auf Flugüberwachung bitte kommen. Da liegt noch das Ding. Gehen Sie bitte mal ein paar Meter zurück, sonst muss ich leider. Leider sind wir ein kleiner Schnitt, aber ein Polizei-SUV wurde soeben beim Marktplatz entwendet. Er ist gerade aus Kavala rausgefahren Richtung Kupfermine. Das heißt, bitte können Sie einmal die Folgen aufnehmen. Ich denke, er ist die Hauptstraße Richtung X-Ray unterwegs. Danke. Okay, hast du aufgenommen, oder? Ja, ich hab die Waffe. Tim, wo bist du? Ich fahr gerade die Hauptstraße Richtung X-Ray. Luftüberwachung verstanden. Ist es der Einsatz von Leitung möglich zu beschreiben, wie die Person das führende Fahrzeug heißt, damit wir eine Fahndung ausschreiben können? Nein. Hab den Namen nicht gesehen. Negativ. Namen nicht gesehen, ne. Bei mir war okay, so verstanden. Machen uns auf den Weg. Eben. Ja, Luftüberwachung Ende. Trey, nochmal, wo soll ich hin? Ich hab's gar nicht verstanden. Ja, bitte? Scheiße. Wo soll ich hin? Du kommst nach Kabbalah, weil wir haben jetzt... Für Finderlohn, gehen Sie bitte zurück. Okay. Wie kommt man? Leute, für euch, wenn in-game gesprochen wird, also diese Punktlage, nimmt der SPD Ruhe. Okay. Ja, bitte? Ja, bitte? Wenn es das hört, wenn es das hört. Wie viel Streife fährt den gestohlenen Kfz entgegen? Fahren gerade vom Checkpoint X-Ray weg. Sehr gut, habe ich verstanden. Einsatzzeitung Ende. Ich hab deine Waffe. Sehr schön. Hilfe! Ja, die Nahtung ist jetzt leider nicht mehr da, das heißt du müsstest, ja, wir haben jetzt kein Fahrzeug mehr, oder? Ich bin, soll ich wieder abdrehen? Ich bin... Ja, du kannst Donut abdrehen. Bei mir hat das auf dem Weg gefunden. Ich halt mal kurz an, was der will, weil der hat gesagt, er hat gerade Hilfe geschrien drin. Keine Ahnung. Ja, macht Sinn. Bitte. Was liegt denn noch alles am Boden? Es ist hier, liegt noch... Munition, glaube ich, von mir. Ich habe seine Waffe aufgenommen. Das dürfte meine Munition sein. Ja, ja, das ist Munition. Aber jemand? Das Taser-Munition nehme ich gleich mit. Wer hätte die wahrscheinlich automatisch rausgeschmissen, als ich seine Waffe genommen habe? Das ist kein. Was ist Ihnen denn passiert? Ich bin gegen die Wand gefahren. Ich helfe Ihnen erstmal direkt. Ein falsches Lenkmanöver. Ich hab's gewusst, dass es passiert, aber ich wollte Mahoney, dir habe ich ja gesagt, du solltest eigentlich runtergehen. Und was ist denn passiert? So, es müsste nun besser gehen, ja? Gott sei Dank. Also ein SUV wurde geklaut. Ich bin, aber mir war das Spiel, bei mir standen beide Autos noch da. Und es saß keiner drin. Kein Problem. Und auf einmal habe ich nur eine Waffe in der Luft liegen sehen. Und als Tim sagte, steig ein, war bei mir überhaupt niemand im Auto. Kommen Sie weit klar, haben Sie Repair-Kits für Ihren Wagen dabei? Herr Ole, haben Sie Repair-Kits für Ihren Wagen dabei? Der Wagen ist nämlich kaputt. $50, dass die Sportler immer gleich irgendwo gegenfährt. Ja. Ist da nicht dabei, was mache ich denn da nun? Ah nein, die Moment, ich nehme mal kurz Kontrolle mit meiner Einsatzzentrale Kontakt auf. Trey, ich habe hier diesen Ole, der uns auch gerade gemeldet hat, dass er irgendwie kaputt ist. Der ist mit dem Wagen gegen die Wand gefahren. Ich habe den jetzt kurz auch weg hier geholfen, dass er jetzt wieder gesund ist. Sein Wagen ist kaputt. Darf ich Ihnen helfen, den zu reparieren oder muss er sich irgendwie abschleppen lassen? Weil es ist kein ACAD online. Dann darfst du, wenn es möglich ist, das Fahrzeug zu reparieren. Hm? Repariere es, wenn es nicht mehr geht, dann. So, Herr Ole Biege, ich helfe Ihnen jetzt eben, also das zu reparieren. Wir haben eine Meldung bekommen, er wird sich auch bald wieder, also er wird auch wahrscheinlich bald wieder zu sich kommen. Wäre mehr als lieb von Ihnen. Gerade im Krankenhaus, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen da danken soll. Also unsere Sanitäter von Altes sind wirklich. Nee, das ist kein Problem, es ist ja kein ADAC online, an der Stelle dürfen wir auch sowas machen. Ansonsten hätten wir jetzt einen ADAC rufen. Das ist super. Kleine Frage an Sie, haben Sie gerade einen Polizei-SUV vorbei? Der hat den ja gerade voll über den Haufen gefahren. Den habe ich tatsächlich gesehen, aber ich dachte... In welche Richtung ist der denn gefahren? Ich weiß auch nicht. Der ist da Richtung Norden gefahren. Also einfach weiter auf der Hauptstraße. Genau, ja. Alles klar, super, vielen Dank. Ihr Wagen ist jetzt sofort fertig. Eine Sekunde, ich muss das hier eben noch machen. Das ist toll. Da ist fertig soweit. Ich wünsche Ihnen...
zeigen. Gucken Sie mal, kannst du da reinsteigen, ja, in den Wagen? Das ist nicht so viel Geld. Wenn ich müsste den hier noch von der Straße etwas flippen. Versuchen Sie mal loszufahren. So, Mist, das geht schon. Okay. Oder Polizistora, du stellst dem Typen jetzt bitte haben Sie die Strafen aus, weil das Dank. War... Kein Problem, Ihnen noch einen schönen Tag. Mord, im Endeffekt. Ihr lässt Mord, ja. Ob er jetzt ob selbst gewollt war oder nicht, mach RP bitte und stell ihm dann ein bisschen mehr ein schönes RP. Ich bin auf dem Rückweg. Ja. Ich hab die Bestätigung von dem Herrn Ole Bieg, dass der gestohlene SUV hier vorbeigefahren ist, wie du schon gesagt hast, Hauptstraße Richtung X-Ray. Master Chief. Ja, das war klar. Er hat es auch gesehen. Ich hab deine Waffe noch, Stray Home. Willst du die wieder haben? Ich hatte Geld aufgehoben, es war jetzt leider nicht so viel. Ich hab's ihm jetzt gegeben. Ist egal. Du darfst dir auch einsetzen, wenn du umgehen kannst mit. Alles klar. Das war vom... Genau, ich hab das aufgehoben, weil ich ihn dann noch... schon wieder. Ist ein stabiler Junge. Er ist in besten Händen. Christian, du musst es mal so einstellen bei dir, dass wenn du in-game redest, du im TS gemutet bist. Da muss ich dich an der Stelle nicht muten in-game. Okay, alles klar. Das kann man später mal machen, weil dann gerade habe ich einen Teil nicht aufnehmen können von dem, was du in-game gesagt hast, weil ich dich nicht in-game gemutet habe, weil ich dachte, dass du im TS redest, weil das manchmal eine Mischung war. Ach so, ja. Sorry. Ja, das war kein Problem. Ey, die sind 13 Bullen. Ich komme gerade wieder. Ich glaube, es war Matthias, ich bin mir aber nicht sicher. Ich hätte auch auf das Fahrzeug schießen dürfen, ja, ne, um die Reifen kaputt zu machen, oder? Ja, natürlich. Bei mir das Riesenproblem war, ich hatte voll den Grafikbug. Also, weil wir standen beide Fahrzeuge noch da auf dem Boden. Mach mal die Plätze da frei, Christian. Sag mal, die sollen die Plätze verlassen. Die Absperrung kurz. Könnten Sie ein bisschen zur Seite treten? Mein Kollege wird gerne das Fahrzeug einparken. Entschuldigung. Herr Reaper, Herr Schmidt und Herr Master Chief, bitte ein bisschen zur Seite. Luftgeworfen, eine Einsatzkleidung, bitte kommen. Dankeschön. Ja, das deswegen ist ein Personen mit gestohlenem SUV befindet sich höchstwahrscheinlich bereits im Autoschieber. Wir sind vor Ort und werden dem Ganzen nachgehen. Er wird bekommen mit Unterstützung. Ey, der Finderlohn hat zum 100. Mal versucht, ein Auto zu machen. Jetzt Streife, die Friedrichstraße angetroffen. Gut. Ich hatte sie eben schon gewarnt. Ich habe jetzt mitbekommen, dass sie versucht haben, den Zamak aufzubrechen. Was sagen Sie dazu? Sie haben sich nicht dieses Schild angeguckt. Ich habe mitbekommen, dass Sie versucht haben, den Zamak zu knacken. Ich habe mir das Schild angeguckt. Ich habe auch einen Zeugen. Sie haben das... Oh, der nervt mich. Der Typ stand da direkt daneben. So, Herr Finderloh, wir machen da jetzt kurz einen Prozess. Ich habe da auch gar nicht mehr so viel Zeit für Sie. Sie wurden jetzt schon so oft dabei beobachtet, wie Sie sich die Autos viel zu viel genau anschauen. Immer wieder versuchen, ob ein Auto offen ist. Dann müssen wir jetzt einfach durchgreifen an der Stelle. Ich werde Sie jetzt mal eben festnehmen. Was soll das denn hier? Richtig anschauen, richtig anschauen. Ich bin eine Frechheit. So, Officer Missy, bitte übernehmen Sie an der Stelle. Also Herr Dellohn, wir haben uns zweimal mitgeteilt, dass Sie... Hören Sie mir bitte zu, bitte nicht unterbrechen. Uns wurde zu... Mir hört auch niemand zu hier. Mein Gott, der Lederboy eben stand da hinter der Mauer und hat geguckt, weil ich nichts gemacht habe. Ich habe mir das Schild durchgelesen. Nein, ich stand gerade daneben, ich habe gesehen... Hören Sie mir bitte zu, ich stand... Nein, Sie hören mir jetzt zu. Ich stand gerade daneben, ich habe gesehen, wie sie versucht haben, den Zamak aufzubrechen. Ich bezweifle, dass sie versucht haben, irgendwas an den Reifen zu machen. Ich bezweifle, dass sie versucht haben, irgendwas Gutes zu tun. Ich habe ganz genau gesehen, wie sie mit einem Dietrich in der Hand versucht ist haben, bei Ordnung, den Zamak aufzubrechen. Yo. Also ich habe... Was sagt denn der Typ dazu? Welcher Typ? Herr Technotronic. Ich weiß nicht, was Herr Technotronic dazu sagt. Ich weiß nicht, ob das ein Freund von Ihnen ist. Ich... Herr Finn... Wenn ich mich da kurz einmischen müsste, könnte, ja. Gegen Sie liegen auch zwei Anzeigen vor, wegen versuchtem Autodiebstahl. Da haben genau deshalb sind wir ja gerade am Reden. Also Herr Dellohn, wie gesagt, ich habe zweimal mitbekommen, wie Sie versucht haben, einen Wagen aufzuknacken. Ja. Ich habe das erste Mal Sie verwarnt, haben gesagt, es ist okay. Hier Luft gerauchen. Wir dürfen hier rauchen, hier ist keine Rauchverbotszone. In den Wald weggerannt, bitten um Bodenunterstützung. Wir werden versuchen, die Person wiederzufinden. Jetzt ist nochmal wiederholen, ich habe Sie nicht verstanden. Ich fühle mich schon einfach Flugüberwachung, Ankunft in circa 2 Minuten.
Ja. Ich höre ihn gerade. Was hat er gesagt? Luftüberwachung verstanden. Ja. Wir machen das mal schnell. Also, hätte Lohn, kurz aus dem Spiel rausgehen. Ich glaube, wir brauchen da nicht viel weiter zu reden. Ich erkläre dir das mal schnell. Wie gesagt, ich habe das erste Mal gewarnt. Okay. Weil sonst ist ziemlich blöd, dann kannst du es nicht aufnehmen. Praetus, ist beabsichtigt, dass du dich da gerade im Kreis drehst? Ganz ehrlich, das brauche ich gar nicht sehen. Es kann ja